Es sind gewaltige Kräfte, die die Alpen vor 100 Millionen Jahren aus dem Meer emporsteigen haben lassen. Kräfte wirken nach wie vor, solche, die neues Leben entstehen lassen, aber auch jene, die vernichten. Wir Menschen sind seit jeher diesen schöpferischen, aber auch unbändig zerstörerischen Elementen ausgesetzt. Gleichzeitig versuchen wir, sie uns untertan zu machen. Feuer, Luft, Wasser und Erde. Wie können wir am besten mit ihnen in Einklang leben? Wir begleiten Menschen bei ihrer Spurensuche durch Südtirol. Experten, die sich mit den Elementen beschäftigen, ihnen auf den Grund gehen, mitten in der Natur, auch vor und nach großen Naturereignissen. Die Experten vom Lawinenwarndienst vom Hydrographischen Amt haben die Aufgabe, all diese Wirkungen der Elemente hier oben in den Bergen einzuordnen. Daraufhin schreiben sie die Lawinenlagenberichte. Sie begeben sich mitten in die Gefahrenstellen vor Ort und machen Schneeproben und Tests. Wir stecken wirklich die Nase in den Schnee und machen Stabilitätstests, damit wir wirklich schauen können, was los ist, ob es Schwachschichten sind. Mit der Lupe schauen sich Lukas und sein Team die Kornform und die Korngröße von einem Schneekristall an. In welchem Zustand ist das einzelne Schneekristall? Ist es noch frisch, also Neuschnee? Dann folgen die Blocktests. Je unterschiedlicher zwei übereinanderliegende Schichten sind, desto schlechter ist allgemein ihre Bindung zueinander. Das kann eine mögliche Schwach- oder Gleitschicht für eine Lawine sein. Da schneidet man einen Block 30 x 30 cm aus. Und dann legt man oben die Schaufel drauf und belastet dann den Schneeblock zuerst mit 10 mal von Handgelenk klopfen, dann 10 mal von Ellenbogen und 10 mal von der Schulter klopfen. Und der Kollege schaut dann, ob sich irgendwo in dem Block ob man einen Bruch sieht. Und dann siehst du eben, okay, da ist eine Schwachschicht drinnen oder da ist keine Schwachschicht drinnen. In dem Fall sieht man, es ist in der Schneedecke kein Problem drin, aber das Problem ist, wenn noch eins ist, am Boden. Landesgeologen beschließen eine gezielte Sprengung, um letzte Gefahren zu beseitigen. Welche Kräfte sind der Grund für solche Ereignisse? Das erforschen Geologen im ganzen Land. Sie beobachten gefährliche Stellen, führen Studien durch, vergleichen mit anderen Gefahrenzonen. Was war die Ursache des Steinschlages in Runk? Noch Wochen und Monate später werden die Geologen an diesem Fall arbeiten und Detektivarbeit leisten.
Wir werden sie später noch bei diesen Arbeiten begleiten. Aufgrund von sehr starken, lang andauernden Niederschlägen im Winter, wo über 800 bis 900 mm Niederschlag gefallen sind, war der Boden unter diesem Felspfeiler extrem durchfeuchtet. Und dementsprechend ist dieser Pfeiler dann gekippt. Unterschiedlichste Tierarten können so wieder jene Lebensräume zurückerobern, die sie zum Überleben brauchen. Der Flussuferläufer etwa baut sein offenes Nest in die Sandbänke. Er ist ein Bodenbrüter und braucht diese weiten Flussufer zum Überleben. Auch heimische Enten genießen die breiten Flussläufe. Flüsse sind Lebensadern, sagen Peter und Marion. Blaue Linien in der Landschaft, die eine wichtige Vernetzungsfunktion haben. So zum Beispiel unterschiedliche Biotope miteinander zu verbinden. Hochwasserschutz und Naturschutz können sich in der Revitalisierung gut ergänzen. Einst wütete in Südtirol ein gewaltiges Feuer. Vulkane formten vor hunderten Millionen Jahren unser Land und seine Beschaffenheit. Nicht möglich wäre heute Leben auf unserer Erde ohne das gewaltigste aller Feuer, ohne den Feuerball Sonne. Als Strahlungswärme erreicht das Feuer der Sonne unseren Planeten. Ohne das Sonnenfeuer wäre kein Leben möglich. Durch Vulkanausbrüche und Blitze sind seit jeher Brände entstanden, haben Leben zerstört, vernichtet. Deshalb müssen unsere Urahnen das Feuer als zerstörerische Naturgewalt gekannt haben. Aber erst viel später haben sie begonnen, das Feuer zu bändigen und für sich zu nutzen. Auch die zeremonielle, positive Wirkung des Feuers zu erkennen. Dieses vierte der Elemente verlangt dem Menschen größte Anstrengungen ab. Segen und Fluch vereinen sich hier. Eine wechselhafte Wirkung von Wärme, Licht und Zerstörung, verbunden mit Furcht und Tod. Windstürme können in Wäldern also eine Spur der Verwüstung anrichten. Manchmal hat dieses Element über Jahrhunderte die Landschaft verändert. Manchmal über Stunden nur. Die Luft, das flüchtigste der vier Elemente, sie umgibt uns immer und überall. Manchmal spüren wir sie mehr, manchmal weniger. Der Wind übernimmt eine wichtige Funktion im Kreislauf der Natur. Viele Samenpflanzen, Nadelbäume, Palmen, auch alle blühenden Pflanzen, wiesenartige Gräser, werden durch den Wind befruchtet. Günther Geier vom Landeswetteramt kontrolliert eine der Wetterstationen im Land. Hier bei dem Funkumsetzer auf der Plosse. Diese erfassen alle 10 Minuten verschiedenste Parameter. Wind, Niederschläge, die Temperatur, die Sonnenstrahlung. Zigtausende an Daten werden an die Zentrale in Bozen zum Auswerten geschickt. Auch der Wind und seine Kraft werden erfasst. Auch sie können zu schlimmen Szenarien führen, die Muren. Es scheint, als würde diese hier nachgeben. Sie mündet im Stausee von Vernackt. Nach tagelangem starkem Regenfall geht diese Mure hier im Schnalztal ab. Der erste Schub ist noch relativ ruhig, im Zaum gehalten. Aber dann schiebt sich eine zweite Mure mit einem gewaltigen Getöse und Kräftegemenge nach.
Wir nähern uns dem Winter. Langsam schließt sich ein Jahreskreislauf. Der Bestand von Schäden vom letzten Winter muss teils noch aufgenommen werden. Maßnahmen zur Erneuerung erst gesetzt werden. Heftige Schneemassen haben im Vorwinter auch die Stettiner Hütte auf 2900 Metern mitgerissen. Eine Hälfte des Gebäudes ist zerstört worden. Es muss jetzt ganz abgerissen werden. Weiter herunten im Tal tauchen jetzt spätestens wieder erste Gedanken, erste Sorgen auf. Was wird dieses Jahr passieren? Kommen die Schneemassen wieder ohne Vorwarnung? In Pill in Moos in Passaia zeugen inzwischen gestapelte Baumreste immer noch vom Unglück vor beinahe einem Jahr. Hans-Peter wohnt mit seiner Familie direkt am Fuße des Berges. Sein Haus hat es an einer Ecke erwischt. Der Hund war 2 Tage lang in den Schneemassen eingeklemmt. Wir haben alles wieder hergerichtet. Die ganzen Schäden, die es gewesen sind. Und da ist halt zu hoffen, dass es nicht mehr kommt. Der Winter ist wieder da. Im Einklang leben mit den Urelementen der Natur. Ein Ziel, das der Mensch seit eh und je verfolgt. Nur dann, wenn wir zu sehr versuchen, die Natur uns untertan zu machen. Dann, so scheint es, versucht sie sich manchmal auch zu rächen.